Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shovel Knight Plague of Shadows. Letztes Mal haben wir den Eisenwal abgeschlossen und diesmal wage ich mich an die verlorene Stadt. Einer meiner Lieblingslevel. Okay, fangen wir an, indem wir da drüber gehen. Moment. Okay. Ein bisschen vorsichtig sein. So. Okay. Nach wie vor noch voll mit unserem ganzen Tonika. Jetzt rein. Und jetzt müssen wir irgendwie da unten dran kommen. Okay, sehr schön. Und weiter geht's. So. Ist hier links eigentlich irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, wir kommen ja auch von da oben. So, weiter geht's. Was mich hier jetzt so ein kleines bisschen verwundert ist, an denen, an der Stelle und an der Stelle direkt unter mir, tropft Lava runter. Aber da hinten nicht. Obwohl es genauso aussieht wie hier. Ah, jetzt tropft es da auch runter. Okay, ich bin verwirrt. Leicht verwirrt, aber egal. Weg. Da ist nichts mehr drin. So, dich habe ich. Und hier oben ist nichts mehr, also gehen wir weiter. Hier ist aber was. Gold, Apfel und noch mehr Gold. So, jetzt mal dich kaputt. Und da sehen wir es immer wieder. Wenn wir getroffen werden, wir haben so einen jämmerlich starken Rückstoß als Plague Knight. Noch deutlich stärker als bei Shovel Knight. Das ist einfach was, was ich absolut nicht leiden kann. Okay, nein. Hier in der Wand ist jetzt nichts. Scheint auch nichts gewesen zu sein. Hoch bitte. Ja. Komm. Ah, der wartet da drüben. Okay. So, du bist natürlich durch. Da sieht's aus, als wäre da noch was. Yep, da ist noch was. Okay. Das nehmen wir natürlich mit. Bottich für Notfälle. So. Du bist auch deutlich einfacher zu besiegen. Das ist... Das muss ich schon sagen. Plague Knight hat in meinen Augen so ziemlich... Ja. Diese unglaublich starke Feuerkraft, die er hat, macht sie ihm an einigen Stellen einfach unheimlich einfach, Gegner zu besiegen. Auch bestimmte Bosse. So, da oben geht's rein.
Wir haben mit 54 Münzen angefangen. Jetzt schauen wir doch mal, wie viel wir hier zusammenkriegen. Lava ausweichen, dich in die Luft jagen, dich in die Luft jagen. Also, geht doch. Und rauf da. Das war jetzt, glaube ich, keine so gute Idee. Vielleicht ist hier noch irgendwie vernünftig Gold oder irgendwas drin. Na, nein. Na gut, dann halt nicht. Ich muss ich jetzt weg und da ist aber noch was drin, was sie machen. Jetzt haben wir 11 Münzen. Das ist doch immerhin schon mal was. Und die Staubfäuste. So, weiter geht's. Kaputt. Ist auch kaputt. Und wir lassen uns wieder nach unten schießen. Und sind, glaube ich, ein paar Meter weiter, als wir es vorhin waren. Und dieser Maulwurf begeht Selbstmord. War dein Leben nicht erfüllt? Big Bang. Okay. Ich bin auch kaputt. Leider ist er reingesprungen, bevor ich ihn treffen konnte. So, hab ich auch. Jetzt sind wir schon bei 15. Das ist doch schon mal was. Was ich momentan so ein bisschen merke, ist, dass meine... bei meinem Controller das Steuerkreuz, die Rechtstaste, nicht so wirklich reagiert manchmal. Vielleicht meine ich das auch nur, aber ich habe manchmal so das Gefühl, es reagiert nicht so hundertprozentig. Sollte mich eigentlich allerdings auch nicht verwundern, der Controller ist jetzt schon ein bisschen älter. So, Gold... da oben noch irgendwas? Gibt's ja jetzt nicht. Aber wir können ja mal gucken. Nein, da oben ist nichts. Okay. Wollte ja nur noch mal nachsicher gehen. Okay. Okay, du gehst auch Selbstmord. Na egal, da ist jetzt wieder so ein Feuer. Oh, jetzt wäre ich fast drunter geflogen. Bisschen. Gut. Das ist halt relativ nervig zu treffen. Okay, holen wir uns erstmal das Gold und das Notenblatt hier. Und... okay, haben wir dich. Okay, und die Münze habe ich auch. Es fehlen noch 12 Münzen. Wenn ich hier alles gut abziehe, kann ich mir auch gleich schon die nächste Aufwertung für den Shop kaufen. Das ist nett. Weil auch wenn ich ein paar Münzen übersehe, kann ich mir die holen. Was ist hier was drin?
Ja, Futter. Nehmen wir doch gerne mit. Wir sind immer hungrig. Diese Edelsteine zu holen. Und jetzt eine Standardhülse. Weil ich sadistisch bin, töte ich euch einfach noch. Muahaha. So, da gibt es auf jeden Fall noch was zu holen, aber zuerst nehmen wir den Checkpoint mit. Hier war, ja, hier ist Kistian. Was hast du zu sagen? Ja, wie dein übliches Spruch. Ja, ich möchte mein Relikt eintauschen. Wir erhalten die Rauchbombe. Late Knight wird zum Ninja. Ist quasi unser Ersatz für das Ausblende-Medaillon. So. Ich höre erstmal auf. Nur Gold. Naja, immerhin etwas. So. So, ist auch weg, Maulwurf. So. Und jetzt machen wir es mal. Da reinzulaufen, macht uns quasi unverwundbar. Und insgesamt hält das deutlich länger als das Ausblende-Amulett. Okay. Das ist so, wenn es jetzt hier ist. Ah, ich habe mir wahrscheinlich einfach jedes Mal den Kopf angestoßen. Also dann. Und zack. Gehen wir hier noch angeln. Ein Fischlein, sehr schön. Sonst ist hier nichts. Hier wird uns dann wieder beigebracht, dass dieses grüne Glibberzeugs brennende Bloblets in normale grüne Bloblets verwandeln kann. Nett zu wissen, denke ich mal. Aber ja. Kommen wir so hoch? Nein, kommen wir nicht. Wir müssen das hier verwenden, um da hochzukommen. Und weiter geht's. Und eine Kiste. Mit jeder Menge Gold. 9 Münzen noch. Das ist doch schon mal was. Gleich noch mal eine. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Zack. Nein! Verdammt! Ach komm! So, jetzt. So, sehr schön. Nein! Ach, verdammt.
zirkel natürlich in die absolut falsche Richtung durch meine ganzen Arcanas. Das war peinlich, das war einfach nur peinlich. So, wenigstens habe ich gleich wieder alles. Jetzt hier das Richtige einstellen. So. So, rechne ich dann auch mit. Als Entschädigung dafür, dass ich mal wieder sämtliche meiner aktiven Tonika verloren habe. Und dann gehen wir hier noch rüber. Hier ist nämlich definitiv auch noch was. Sag ich's doch. Und hab's. Wegen dem einblauen Stein riskiere ich jetzt definitiv nicht getötet zu werden. Sollte ich eigentlich auch ohne das grüne Zeugs wieder rüberkommen? Yep. Aber hier brauche ich's. Und jetzt einfach hier runter. Nein! So. Nein! Ach, Mann! Ich hab vergessen, ich bin ja schon mit einem Bombensprung. Noch so ein komplett unnützer Tod. Das regt auf. So, jetzt aber. Vorsichtig diesmal. So, erstmal sorgen wir dafür, dass du weggehst. Und dann holen wir uns diese schiefere Münze. 6 Stück fehlen jetzt noch, okay. Nein! Ach komm! Ach komm! Jetzt habe ich dann endgültig die Schnauze voll. Es sind einfach nur noch peinliche Tode, die mir hier passieren. Geh kaputt. Weiter. Jetzt aber. So, euch nehme ich mit. Dann gehen wir wieder hier rüber. Und das hier. Und das hier. Schon. Und weiter geht's. Save Point. Ja, Save Point. Sehr schön. 5 Münzen noch. 5 Münzen. Und hier hätte ich mich jetzt fast wieder selbst getötet. Da haben wir Big Bang. Okay. Das war knapp. Das war viel zu knapp.
Und Gold. Jede Menge Gold. Okay. Entschuldigt mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Und 4 Münzen noch. Das müsste doch eigentlich schaffbar sein. Eine haben wir da. Eine ist da oben. 2 noch. So, eine noch. Okay, sämtliche Münzen. Das stimmt nicht zufrieden. Bin zwar jetzt ein paar Mal überflüssigerweise gestorben, aber hey, was soll's. Sony, komm. Jetzt kommt Mole Knight. Dann wollen wir doch mal. Das soll wohl ein Witz sein. Du bist der Abrissexperte? Du kommst einen Tag zu spät. Steh nicht einfach da rum. Fang an zu sprengen. Hopp, hopp, hopp. Hihi, ich bin nicht wirklich hier, um dir bei deinen Ausgrabungen zu helfen. Aber ich bin definitiv zum Abreißen hier. Hihi, haha, bumm. Hätte ich wissen sollen, dass du hier einfach nur herumalbern würdest. Aber nicht während meiner Schicht. Komm, bringen wir es hinter uns. Gerne. Kriege ich hier gerade voll aufs Maul. Nein! Oh verdammt. Zu spät eingesetzt, zu viel aufs Maul gekriegt. Na gut, wenigstens halten wir den rechten Tonic wieder. Zu verwenden. Nein, nicht in die Luft jagen. Böser Plague. Böser Plague. Okay, nochmal das Ganze. Jetzt ist er schon fast tot, na toll. Okay, hab ihn. Hier noch, während ich ihm die Essenz entziehe, mit den Beinchen rumkrabbelt. Und wie sieht er aus, wenn er besiegt ist, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken? Naja, okay. Das war die verlorene Stadt. Das war Mole Knight. Und damit haben wir den zweiten Satz der Ritter des Ordens ebenfalls abgeschlossen. Wir haben 5 Essenzen, so langsam wird das was. Nehmen wir uns zurück und lassen den Dynamo-Dekanter für uns die Arbeit erledigen. Hihi, aber nur keine Ungeduld. Klar, aber momentan interessiert mich etwas anderes. Dieser Schritt verlangt Konzentration. Wir müssen die Essenz langsam hineinbegeben und... Kannst du mal herkommen und diesen Hebel hier entklemmen? Scheint festzusitzen. Man muss zu zweit sein, um den frei zu bekommen. Komm mal näher, nur nicht so schüchtern. Ich bin gleich hier. Okay. Ich halt auch ganz still. Leg deine Hand auf meine. Hä? Hm?
gesehen. Die Mächte der Finsternis herrschen nicht mehr, denn ich, Percy, habe die Macht wieder repariert. Wie läuft's denn so, Donnerknispel? Der Hebel da, der sitzt mal fest. Braucht ihr Hilfe mit dem Ding? Awkward! Nein? Alles okay? Dann ist es ja gut. Ich bin dann mal nebenan. Aktive Forschung. Tja, so viel dann dazu. Wo waren wir noch gleich? Ach ja, genau. Dieser unerträgliche Moonlight. Ich habe einen Freudentanz hingelegt, als ich aus der Hitze in der verlorenen Stadt endlich wieder raus war. Schnaub, du und tanzen? Das... Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie das ausgesehen haben muss. Ja, grotesk, hihi. Ach übrigens, zieh mir mal diesen Heiltrank rein, den ich für dich zusammengebaut habe. Vielleicht hilft er dir ja. Garantiert. Und wieder ein Lebenspunkt mehr. Also, woran arbeiten wir? Wir machen das Labor ein bisschen besser. 80 Schiffermünzen haben wir ja. Wow, das wäre dann wohl mein komplettes Notizbuch. Vielen Dank für die Hilfe bei meinen Forschungen. Das bedeutet mir sehr viel. Was steht denn da am Rand? Wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Geht eh nicht, selbst mit allen Chiffrenmünzen. Egal, das wäre dann alles. Schaut ihr unser komplettes Arsenal an. Gerne doch. Jetzt haben wir explodiert beim Aufprall. Nicht. Feinde durch. Sieht so ein bisschen aus wie eine Screw-Attack, oder meine ich das nur? Das ist ja auch eine Anspielung da drauf. So, noch fliegt wie ein Boomerang vor und zurück. Ja. Okay, und an dieser Stelle beenden wir die Episode dann auch. Der letzte Teil der Weltkarte öffnet sich. Aber um das alles kümmern wir uns beim nächsten Mal. Das war's für heute mit Shovel Knight Plague of Shadows. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!